Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's um das Kinderzimmer. Aus einem werden nämlich zwei. Das ist der Vorherzustand. Das Kinderzimmer hat keine zusammenpassenden Möbel, besteht irgendwie nur aus Betten und zwei unaufgeräumten Schreibtischen. Und das wollte ich ändern. Deswegen, wenn du sehen willst, wie es am Ende geworden ist, dann bleib gerne dran. Das ist nämlich das zweite Kinderzimmer, was frei geworden ist von der älteren Tochter. Und da werde ich mich jetzt austoben und die zwei Zimmer aufteilen. Das Zimmer ist natürlich noch überhaupt nicht geputzt. Das ist noch komplett. Einfach nur die Möbel raus und deswegen machen wir das komplett sauber. Den Boden möchte ich einmal pflegen und natürlich den ganzen Dreck beseitigen. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Möbel, die jetzt in dem Zimmer noch drin stehen, die bleiben auch da, aus dem einfachen Grund, dass wir gar nicht alles doppelt haben. Und wir haben auch nicht den Platz, woanders die Möbel hinzustellen. Deswegen bleiben die jetzt noch im Zimmer sind, alle da. Der Boden ist ja so ein bisschen mitgenommen schon, hat so ein paar leichte Kratzer. Deswegen gehe ich da jetzt mit so einem Parkettpflegeöl mit dem Saugwischer mal drüber. Und danach sieht er wieder viel schöner und besser aus. Die Couch hat meine Tochter vorher sehr viel benutzt und jetzt passt sie aber nicht mehr in ihr neues Zimmer, deswegen bleibt die da und mein Sohn freut sich drüber. Und die ist auf der Rückseite sehr, sehr verstaubt und dreckig gewesen. Das hat sich sehr gelohnt, da einmal drüber zu saugen. Und dafür ist auch wirklich der Handstaubsauger mega gut geeignet. Deswegen sauge ich die komplette Couch einmal rundherum ab. Die Sachen, die jetzt noch auf der Couch stehen, die gehe ich gleich nochmal alle durch und sortiere die nochmal komplett aus. Guck halt, was in die Kinderzimmer und in welches Kinderzimmer reinkommt und was nicht. Das sind die Spielsachen, die vorher unten waren. Und jetzt, wo die Kinderzimmer ja mehr Platz haben, jetzt denke ich, passen die auch in die Kinderzimmer rein. Wir haben ja insgesamt 4 Kinder zwischen 1 und 15 und ein relativ großes Haus zwar, aber trotzdem nicht groß genug, dass jetzt jeder immer sein eigenes Zimmer haben könnte. Jetzt aber, wo die Kleinste mit 1,5 noch bei uns wohnt im Zimmer, haben wir genug Platz, dass die anderen drei jeder sein eigenes Zimmer haben kann. Und später wird dann halt die Kleinste wieder zu irgendeinem mit dazukommen. Ich verstehe natürlich, dass die Älteste mit 15, fast 16, auf jeden Fall ein eigenes Zimmer haben möchte. Absolut verständlich. Aber bei den anderen, die sind vom Alter her auch relativ nah aneinander. Und früher hatten wir als Kinder immer
mit den Geschwistern zusammen ein Zimmer. Also das war bei uns auch ganz normal und ich finde, das ist auch überhaupt nichts Negatives, wenn man einigermaßen miteinander zurechtkommt. Und da kann man ja dann auch immer mal wechseln. Wie war das bei euch früher? Habt ihr als Kinder mit den Geschwistern zusammen gewohnt oder hattet ihr immer ein eigenes Zimmer? Oder haben eure Kinder immer ein eigenes Zimmer? Wie funktioniert es mit den Kindern zusammen? Also bei meinem Sohn und meiner Tochter hat es wunderbar funktioniert. Jetzt sind sie gerade in so einer Phase, da ist es, glaube ich, besser, wenn sie mal jeder so ihren eigenen Bereich haben. Und ich glaube auch, dass sie dadurch viel, viel einfacher die Ordnung halten können, weil halt gerade ein großes Thema ist, das war ich nicht, das mache ich nicht weg und so weiter. Aber im eigenen Zimmer, da geht die Ausrede nicht mehr. Deswegen ist es gerade, glaube ich, eine sehr gute Zeit dafür, um das mal auszuprobieren. Die Klamotten, die kommen wieder unter das Bett in die drei Schubladen. Dafür reichen zwei für die Klamotten aus und in die dritte Schublade kommen dann die Bücher rein, die er abends gerne liest oder tagsüber, ist eigentlich egal. Da kommen jedenfalls seine Bücher rein. Und weil es in der Schublade schon wieder aussieht wie Kraut und Rüben und ich mir die Zeit heute eh nehme, mache ich die Schublade auch einmal von innen noch sauber und räume die Klamotten wieder richtig schön ordentlich sortiert ein. Das Gute ist halt, dass wir durch die Schubladen unter dem Bett auch keinen eigenen Kleiderschrank mehr brauchen. Das finde ich richtig praktisch. Die T-Shirts, die kommen wieder in die Einsätze, die ich bei Amazon gekauft habe und in einem anderen Video gezeigt habe. Die liebe ich sehr. Die machen die T-Shirts halt wirklich schön ordentlich. Die größeren Sachen, die Pullis und Hosen, die mache ich dann in andere Kisten oder halt dann in die Zwischenräume. Das Regalbrett an der Wand, das war auch schon im Zimmer, das musste ich jetzt auch nicht noch extra montieren. Da habe ich jetzt einen Ordner hingestellt,
Der ist zwar nicht wunderschön, also nicht besonders dekorativ, aber das ist ein ganz, ganz, ganz toller Ordner, der vom Kindergarten kommt, wo alle seine Kindergartenerinnerungen gesammelt sind und ganz viele Fotos mit ganz vielen Texten dazu und eine richtig schöne Erinnerung, die er sich immer wieder mal anschaut und dann halt an die schöne Kindergartenzeit wieder zurückdenkt. Deswegen bekommt er auch so einen extra Platz da oben. Die Spielsachen aus den Kisten gehe ich jetzt einmal durch und schaue halt einfach, was davon in seinem Zimmer bleibt. Weil er hat jetzt viel eigenen Platz in den Schubladen noch. Die sind ja zum größten Teil noch ganz leer. Und da stelle ich so ein paar Bücher rein, seine Spielsachen und auch ein paar Sachen zum Basteln und kreativ sein. In die Schublade lege ich also alles, was so zum Malen, Basteln, Schreiben gehört und in die Schublade oben drüber dann Spielsachen, seine Nintendo DS und sonstige kleine Spiele. Und damit sind die Kisten dann auch aussortiert und der Rest kommt entweder in das Zimmer nebenan, ins andere Kinderzimmer oder auch in den Müll. Ich habe nämlich auch vieles ganz komplett aussortiert. Dann hat er jetzt endlich einen richtig schönen Wäschekorb. Ich habe extra nach einem gesucht, der schmal und hoch ist. Da geht mir direkt die Stimme flöten. Aber ich wollte halt jetzt nicht unbedingt einen, den man praktisch unter die Waschmaschine stellen kann, weil das ist ja auch immer ganz praktisch. Sondern ich wollte lieber einen, der im Zimmer nicht so viel Platz wegnimmt und der halt schön im Zimmer aussieht und lieber ein bisschen höher ist, aber schmaler. Punkt. Und so einen habe ich auch gefunden. Dann hänge ich ihm noch ein Whiteboard und ein Bild an die Wand, dass er ein bisschen malen kann. Und das Bild, das habe ich auch irgendwann mal selber gemalt. Und der Spruch oder dieses Motto ist ja auch echt schön. Damit bin ich auch fertig mit dem ersten Kinderzimmer. Mittlerweile steht da rechts in der Ecke noch eine Kommode und ich habe noch ein anderes Bild an die Wand gehängt. Aber so ist jetzt die Lage direkt nach dem Aufräumen. Die Malwand wurde schon fleißig benutzt. Lieben die Kinder. Meine Tochter hat in ihrem Zimmer auch so eine. Und ich finde es einfach nur voll schön, dass er jetzt mehr Platz hat, dass alles so an seinem Ort ist. Das Bild hat er sich auch noch bei IKEA selber ausgesucht. Ja, alles hat jetzt seinen Platz und er hat auch noch viel Platz frei in den Schränken. Wie gesagt, es kam noch eine andere Kommode nachträglich mit dazu. Die zeige ich dann beim nächsten Mal. Die ist noch komplett leer. Da kann er dann auch noch mehr verstauen, dass auch vielleicht gar nichts mehr auf dem Schreibtisch rumsteht. Die zwei Schubladen sind voll. Das habe ich ja vorhin schon kurz gezeigt. Und die unteren beiden sind leer. Unter dem Bett hat er seine Bücher und in den anderen beiden seine Klamotten. Die Aktion ging jetzt am Abend sehr, sehr lange. Es ist spät und die Kinder müssen eigentlich ins Bett. Und im anderen Zimmer sieht es halt gerade so aus. Und ich finde, so kann halt auch kein Kind schlafen gehen. Deswegen muss ich das Gröbste jetzt einmal wegräumen, damit ich dann morgen weitermachen kann. Aber damit das Kind jetzt erstmal hier schlafen kann.
denke, so kann ich es jetzt bis morgen lassen und meine Tochter kann gut schlafen und dann geht es mit dem Zimmer direkt weiter. Es ist der nächste Tag. Der Schrank ist schon abgebaut. Mittlerweile, das hat Patrick gemacht, da bin ich sehr, sehr froh. Das muss ich jetzt nur noch runtertragen und dann verschenken wir den Schrank nämlich weiter. Ja, und ansonsten das kleine Bücherregal, das haben wir neu von IKEA mitgenommen. Und das Lego haben wir auch entschieden, jetzt auszusortieren. Davon trennen wir uns. Das Bett bleibt auf jeden Fall. Und der Schreibtisch, der bleibt jetzt auch erstmal, aber der wird dann mittelfristig auch ausgetauscht. Und der Schrank, der bleibt auch genau da stehen, wo er ist, weil der ist an der Wand festgemacht. Meine Mission ist es jetzt erstmal, alles, was nicht im Zimmer bleibt, erstmal rauszuräumen, dass ich erstmal alles sauber machen kann. Weil ihr habt ja gesehen, wie es unter dem Bett aussah. Da ist so eine gründliche Reinigung absolut sinnvoll. Zuerst sauge ich das Zimmer einmal grob durch, weil es halt doch ein bisschen zu schmutzig ist für den Saugwischer direkt. Und danach, dann gehe ich mit dem Saugwischer nochmal drüber, auch mit dem Parkettpflegeöl. Da in der Mitte vom Zimmer ist ein richtig schwarzer Fleck. Der geht wunderbar weg damit. Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert. Und ich hatte auch jetzt schon so oft überlegt, ob ich mir die kabellose Variante von dem Vorwerk Staubsauger, Saugwischer holen soll. Aber ich bin noch mit mir am Hadern, weil der Akku geht nur 8 Minuten. Zumindest im Turbo-Modus. Und ich saug oder wisch immer in der höchsten Stufe. Also ich kann dann gar nicht in einer niedrigeren Stufe, wenn das Gerät mehr kann. Deswegen 8 Minuten ist ein bisschen wenig. Deswegen bin ich noch am Hin und Her überlegen. Man kann sich auch einen zweiten Akku holen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Frage des Geldes. Ich verstehe nicht, warum die nur 8 Minuten hinkriegen. Also wenn der Akku länger ginge, dann hätten die mich sofort. Aber ja, so leider nicht. Die zwei Regale über dem Bett muss ich jetzt auch einmal komplett mal abwischen, weil die da irgendwie mit Wachsmalkreiden oder so gemalt haben. Das ging richtig schwer oder besser gesagt gar nicht weg mit dem normalen Lappen und Putzmittel. Deswegen greife ich immer wieder zu meiner Wunderwaffe Alkohol. Jetzt ist die Ecke vom Zimmer, wo das Bett hinkommt, komplett sauber. Das heißt, wir stellen da das Bett jetzt final hin. Und die nächste Dreckecke tut sich direkt auf. Nämlich das, wo vorher das Bett stand. Aber das macht nichts. Wir kümmern uns um eine Ecke nach der anderen. Und irgendwann haben wir dann das ganze Zimmer auch geschafft. Und da mache ich es auch genauso wie bei den anderen Ecken im Zimmer, wo so viel Zeug drunter hervorkam, dass ich gnadenlos einfach alles wegschmeiße, weil am Ende hat das niemand vermisst, das Zeug, keiner braucht's. Das kann alles weg. Da mache ich mir jetzt auch nicht die Mühe, das alles nacheinander durchzugehen und jede einzelne Karte umzudrehen.
Ich weiß nicht, ob ihr den Glasreiniger von Frosch kennt. Wir sind bei den meisten Reinigern auf Frosch umgestiegen, weil die mit am nachhaltigsten sind. Und der riecht unglaublich gut. Deswegen habe ich damit die ganzen Fußleisten dann nochmal abgewischt und auch sonst einiges in dem Zimmer. Und das Zimmer riecht einfach nur nach sauber und frisch. Jetzt, wo der Boden und die Fußleisten komplett sauber sind, darf auch der nagelneue Teppich mit rein. Wir haben extra einen ausgesucht, der groß ist und den hat sie sich auch mit selber ausgesucht. Und der ist richtig schön kuschelig und weich. Der Schreibtisch ist definitiv noch so ein Thema, da kriegt sie demnächst auf jeden Fall was richtig Schönes Neues. Da haben wir schon was geplant. Aber jetzt erstmal werde ich den dann so aussortieren, weil da noch ganz schön viel Zeug draufsteht. Aber vorher räume ich jetzt erst noch das Regal rein, was sie noch bekommt, als Spielzeugregal und mache das erstmal komplett fresh. Dann haben wir für das Regal ja noch die Kisten dazu gehabt. Das stand ja bei uns vorher im Flur. Da war dann so Föhn und was waren da noch drin? So Gerümpel eigentlich nur. Jetzt ist es optimal für ihre Spielsachen. Die meisten sind aber noch leer davon. Aber ich finde es nicht verkehrt, wenn man auch ein bisschen Platz noch leer hat und nicht alles komplett bis auf den letzten Zentimeter voll geräumt ist. Und dann mache ich mich an den Schreibtisch. Da sortiere ich ganz, ganz, ganz viel aus. Und ich bin auch echt keine Mutter, die jedes einzelne gemalte Bild aufhebt. Ich habe wirklich nur die aller schönsten, die mir wirklich was bedeuten. Die hebe ich schon auf. Aber ich hefte jetzt nicht jedes einzelne Bild ab. Shame on me. Wie man sieht, hat sie richtig viele Stifte und ich sortiere radikal alle Filzstifte heute aus, weil sie sowieso viel lieber mit ihren Buntstiften malt und die meisten von den Filzstiften funktionieren auch gar nicht mehr richtig. Und auch beim Schreibtisch liebe ich es, wenn die Arbeitsfläche wieder komplett sauber ist und glänzt. Natürlich darf die auch dreckig werden, aber genauso schön ist es, wenn sie dann auch wieder sauber ist. Patrick hat mir gerade noch geholfen, das Klettergerüst hier hochzutragen und aufzubauen. Das hatten wir ja vorher im Spielzimmer unten. Das nimmt schon verdammt viel Platz weg. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall besser als unten irgendwo im Wohnzimmer oder so. Deswegen steht es jetzt erstmal hier. Und ich räume jetzt noch ein paar Sachen ein.
Ich habe es jetzt geschafft für heute. Ich bin echt zufrieden. Also so wie es jetzt aussieht, ist auf jeden Fall gut. Wir haben einiges geschafft heute. Mit Patricks Hilfe noch das Klettergerüst aufgebaut und die Möbel hier rumgeschoben. Aber im Grunde ist jetzt alles wieder geputzt. Der Boden ist wieder gepflegt. Und ja, jetzt schauen wir einfach, ob die Möbel auch praktisch sind, so wie sie jetzt stehen. Mal schauen. Da sollen die Kinder erstmal hier spielen und gucken, ob das alles auch dann für die so passt. Und neu gekauft haben wir eigentlich nur, also was heißt nur, aber neu gekauft haben wir den Teppich jetzt und hier diese rosane Kiste, die da vorne im Regal steht. Also Kiste, diese rosane Körbchen für 8 Euro. Das Zimmer ist richtig schön geworden, das ist ja dann für die zwei Mädchen. Das kleinere, also die kleinere, kommt dann mit dazu, wenn sie ein bisschen älter ist. Aber jetzt hat die eine auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang ihr eigenes Zimmer und das freut mich irgendwie voll. Ja, die gemeinsamen Spielsachen, die sind halt jetzt hier. Wir haben den Tag halt heute komplett genutzt, weil die Sonne so schön war draußen und ich habe mir einen kleinen Sonnenbrand geholt. Aber das ist nicht schlimm. Und deswegen ist es jetzt schon wieder so ultra spät geworden. Es ist eigentlich schon längst Schlafenszeit für die Kinder. Deswegen geht es jetzt ins Bett. Und ich wünsche euch das Allerbeste wie immer. Und freue mich, wenn wir uns in den Kommentaren sehen und im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.